Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play City Skylines mit Paxis, meiner Wenigkeit. Und wir haben den ersten großen Kreisverkehr reingebastelt. Sehr geil. Er passt auch ziemlich gut so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Also da gibt es überhaupt keinen Stress. Wir haben auch jetzt eine kleine Einbahnstraße gebaut in unserer Stadt. Das ist auch was ganz Neues. Das, ja, bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das heißt, dass wir eigentlich die Kreuzung, die wir jetzt hier bilden werden, dass das auch eine Einbahnstraße wird, die dann rausführt aus der Stadt. Bin ich auch mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Damit das hier klappt mit der Einbahnstraße, reise ich die Straße einfach mal ab und baue jetzt die Einbahnstraße hier hin. Ach man, kann man nicht einfach Freunde sein und gar keine Häuser abreißen? Geht das nicht? Fuck, guck, wie viele Häuser da sterben. Scheiße, hätte ich die Straße vorhin nicht geblättet. Und es versucht irgendwie mit Upgrades zu machen. Jetzt haben wir echt ein Problem. Vielleicht schaffen wir das ja, indem wir so machen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, es liegt an dem Ding hier. Können wir aber theoretischerweise abreißen. Nur das neue durchziehen. Nicht mal so wird es funktionieren. Na gut, also ein paar. Also müssen wohl dran glauben, wie es aussieht. Sind wieder schief. Das war schon wieder zu weit. Ach ja, das ist auch eine andere Straße, fällt mir gerade ein. Oh ja, wir müssen doch zuerst die Einbahnstraße bauen. Es funktioniert einfach nicht anders. Nein, ich glaube, oh, es kommt gleich an, wie viele Häuser da sterben. Scheiße, Mann. Ist eine Einbahnstraße? Ja. So. Auf den Kreisverkehr drauffahren. Von hier möchte ich das? Möchte ich, dass die von hier auf den Kreisverkehr drauffahren dürfen? Ja, diese Kreuzung habe ich ja eh gekillt. Bin mir gerade unsicher, ob ich will, dass die... Ich meine, es dürften ja eh nicht viele Leute kommen, oder? Wir bauen jetzt mal wieder eine Ampelkreuzung dadurch ein. Lass mich mal überlegen. Ansonsten die Leute, die dann hier wohl... Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir lassen das hier alles als Einbahnstraße. Das heißt, man darf nicht auf den Kreisverkehr von hier auffahren. Und die Leute sind dann also gezwungen, die hier wohnen und die in dem Ding hier zu Besuch gehen, sind dann also gezwungen, hier lang zu fahren, hier rauszufahren. Das ist ja kein Problem, wenn sie das so raus wollen. Oder wenn sie Industriegebiet wollen, sind sie gezwungen, hier lang zu fahren, hier runter zu fahren oder hier runter zu fahren. Ist ja auch kein Stress. Wenn sie natürlich hier oben ins Gewerbegebiet wollen, dann wäre es ein kleiner Umweg, weil sie erst hier hoch müssen, aber das geht auch von der Strecke. Und wir bauen ja hier oben ja noch eine weitere Autobahnabfahrt hin. Die können also theoretischerweise hier runterfahren und dann hier oben wieder drauf fahren. Ich glaube, das mache ich sogar so. Und baue hier Einbahnstraßen draus. Also das muss logischerweise eine normale Straße bleiben. Problem ist, dann bildet das ja wieder eine... Nee, momentan ist noch keine Ampelkreuzung. Vielleicht mache ich dann hier sogar eine normale Straße draus. Also keine mehrspurige. Bei einer Einbahnstraße ist es ja scheißegal, wie viele Spuren die hat. Ihr bildet ja eh keine Ampelkreuzungen. Moment mal, ist hier eine Ampelkreuzung? Warum das denn? Wir hatten doch eigentlich geklärt, dass die Straßen keine Ampelkreuzungen generieren. Jetzt haben wir hier wieder eine Ampelkreuzung drin. Scheiße, Mann. Warum das denn? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Die fahren doch bloß hier drauf. Die dürfen doch gar nicht abfahren. Was, geht mir schon wieder auf den Sack? Scheiße. Dabei habe ich doch eine Einbahnstraße draus gemacht. Was ist denn hier los? Och, Mann. Das ärgert mich jetzt schon wieder.
Machen wir hier irgendwo eine blöde Ampelkreuzung. Naja, da habe ich die Straßen ja. Ach doch, hier unten habe ich sie doch geändert. Ja, da ist. Oh nein! Hier ist jetzt auch eine Ampelkreuzung. Obwohl das nur eine scheiß Einbahnstraße ist, die hier drauf ist. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Da ist der Verkehr wieder nicht so flüssig, logischerweise. Oh, Mann! Wer hat denn das sich wieder ausgedacht? Aber ich hatte es doch hier drüben getestet bei der Kleinen. Die haben doch auch keine Ampelkreuzungen gebildet. Achso, das sind keine Einbahnstraßen. Was sind denn die blöd? Soll das etwa heißen, wenn ich jetzt hier eine normale Straße hinmacht, die keine Einbahnstraße... Oder liegt es an den vielen... An den vielen, das geht mir schon wieder auf den Sack, ey. Das liegt an den vielen Spuren wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es besser, einfach nur eine zweispurige Einbahnstraße draus zu machen. Oh Gott. Freunde, 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 die macht mich echt fertig hier. Die normalen Abfahrten bieten wie viele Spuren? Ja, da wäre es ja sogar schlauer gewesen für mich, wenn ich die Dinger hier gelassen hätte, weil die bilden nämlich drei Spuren hin und zurück, aber vielleicht kann ich das ja auch sogar machen. Moment, wenn ich jetzt einfach auf die große normale Straße upgrade. Ja, da gibt es nämlich wieder keine Ampelkreuzung. Aber wie blöd die sind, oder? So, und jetzt können die quasi nur dieses kleine Stück hier, dieses kleine Stück, können die jetzt reinfahren. Und sonst nicht. Hier ist es dann quasi eine Einbahnstraße. Das geht ja auch, oder? Aber da macht es halt auch überhaupt gar keinen Sinn, eine Einbahnstraße mit sechs Spuren zu bilden, weil die wahrscheinlich eh nicht die sechs Spuren nutzen werden. Ich überlege gerade, ob es wirklich einfach reicht, dann zweispurig zu fahren. Naja, ich schaue mir das erstmal an. Ich schaue mir erstmal an, wie das jetzt funktioniert. Also was die jetzt dabei überlegen, was sie dabei jetzt denken und ob die jetzt... wie viele Spuren die dann verwenden, das gucken wir dann einfach mal. Und dann entscheide ich, ob ich vielleicht zweispurige Einbahnstraßen draus mache. Ja, es liegt an den vielen Spuren. Da kommt das Spiel nicht drauf klar und denkt, es muss Ampeln bauen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, logischerweise, aber... Na gut. Gut zu wissen. Also können wir es einfach damit umgehen, dass wir jetzt hier... einen ganz kleinen Teil... Ne, keine Autobahn. Was ist denn, wenn ich eine Autobahn reinbaue? Geht das? Kann ich einfach so eine Autobahn reinbauen? Das ist ziemlich merkwürdig, aber... Würde das gehen? Das würde gehen und auch keine Ampeln bilden. Eine dreispurige Autobahn, die direkt auf den Kreisverkehr mündet. Oh Gott, das klingt echt scheiße. Und die fahren ja auch super schnell. Das ist eigentlich nichts für die Stadt, ne? Will ich das? Will ich das? Will ich das? Ich glaube, das will ich nicht. Das sieht einfach blöd aus. Ich bin ja auch so ein kleiner Optiker deswegen. Also es muss ja schon im Detail gefallen und schön sein. Und ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also das könnte man sich vielleicht mal für später überlegen, wenn der Verkehr dann immer noch rudelbumsig rumfährt. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ich probiere es erstmal so aus. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Da haben wir keine Ampel. Das klappt vielleicht. Machen wir jetzt hier genauso. Da haben wir jetzt auch keine Ampel. Sehr schön. Der Rest ist Einbahnstraße. Bedeutet aber, dass jetzt hier natürlich die Leute, die hier wohnen, bis hierhin, die fahren hier jetzt natürlich rein. Das ist natürlich kacke, aber ich glaube, damit kann man leben. Das sollte eigentlich nicht zu krassen Staus oder sowas führen, denke ich. Weil da leben ja nicht viele in dem Gebiet. Lassen wir also mal so. Okay, also hier wollte ich noch eine Autobahn. Moment. Das ist eine Einbahnstraße in die Richtung. Dürfen aber, wie gesagt, wieder... Ah, wenn ich jetzt hier natürlich eine Einbahnstraße hinbaue, dann kann ich kein kleines Stück normale Straße bauen. Normale Einbahnstraße bildet ja hier wieder Ampeln und die normale Straße sorgt dafür, dass die Leute, die von... Na Moment. Also das hier machen wir erstmal eine normale Straße draus. Da macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir da so eine große haben. Das war nur wegen der Kreuzung, aber die Kreuzung, die eliminiert sich jetzt von selbst. Genau. Ich überlege, übersehe ich irgendwas? Nee. So. Dann bekommen wir nämlich hier keine Ampelkreuzung hin. Und die, die sie jetzt hier rüberfährt, die Straße. Das muss ja auch noch eine normale sein, weil die Leute müssen ja auch da hinkommen. Das heißt, die müssen ja von hier da hinkommen, fällt mir gerade ein. Die kommen ja noch nicht dahin. Es sei denn, ich mache hier noch eine Verbindung rein. Will ich aber eigentlich auch nicht. Ich will nicht noch eine weitere Kreuzung hier rein haben. Also machen wir hier einfach
Ja, aber wenn ich jetzt hier eine normale Straße anbinde, dann sorgt das auf Garantie wieder für eine Ampelkreuzung, oder? Probieren's mal. Das ist erstmal keine Ampelkreuzung. Das ist schon mal gut. Okay, damit kann ich leben. Und jetzt muss ich im Endeffekt. Wie mache ich denn das jetzt? Wenn ich jetzt hier eine Einbahnstraße hinbaue, also von hier zu hier. Ich will nicht, dass sie auf den Kreisverkehr drauf fahren. Also kann ich. Ich brauche eine Einbahnstraße, also kann ich eigentlich maximal eine zweispurige Einbahnstraße hier bauen. Weil wenn ich die große mehrspurige Einbahnstraße baue, dann bildet sich eine Ampel, das wissen wir ja. Ich will nicht, dass sich hier eine Ampelkreuzung oder hier eine Ampelkreuzung bildet, also muss ich wohl mit der vorlieb nehmen. Oh, das ist schade. Geht's auch gerade, oder? Okay, jetzt haben wir hier eine zweispurige. Oh, ich weiß halt nicht, ob das ausreicht. Ich weiß nicht, ob zwei Spuren da ausreichen werden. Ehrlich gesagt, weil das ist jetzt mein Ausleiter. Also wir leiten ja jetzt über den Kreisverkehr unseren kompletten. Ne, nicht unseren kompletten, weil hier können die Leute ja auch noch drauf fahren. Also Industriegebiet kann auch noch hier drauf fahren und rausfahren. Mal gucken, ob das dann hier zum Stress wird. Dann machen wir hier dann vielleicht auch eine Einbahnstraße draus und lenken die dann quasi wirklich alle hier über den Kreisverkehr wieder raus. Könnte vielleicht funktionieren, könnte vielleicht funktionieren. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Guck mal nochmal kurz, ob hier irgendwas falsch ist. Das passt, die sollen in beide Richtungen fahren können. Dann hier, das ist auch noch in beide Richtungen. Oder? Ja, ist noch beide Richtungen, korrekt. Das ist keine Ampelkreuzung, sehr schön. Das ist die Einbahnstraße, die nur rausfährt, weil die sollen hier nicht drauf fahren dürfen. Passt auch. Und das führt dann wieder raus aus der Stadt oder halt wieder in die Stadt rein, wenn sie wollen. Das passt auch. Und das ganz kleine Stück hier, da dürfen sie eben rechts abbiegen. Und wer hier wohnt, hat halt Glück gehabt. Das können wir nicht anders machen, weil wir wollen ja keine Ampelkreuzung am Kreisverkehr. Okay, das passt. Also ich glaube, den ersten Kreisverkehr haben wir. Jetzt müssen wir die Verbindungsstraße hier halt noch machen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ob wir jetzt hier eine Anbindung haben wollen oder ob wir die hier unten irgendwo verbinden wollen. Moment, wenn ich jetzt die kleine Straße hier ranbaue, das dürfte, glaube ich, nicht zu einer Ampelkreuzung führen, oder? Wobei, die Leute können dann ja auch hier lang. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Schon wieder abreißen oder was? Ja, ich muss sogar noch mehr abreißen. So, müssen wir nur eins abreißen. Geil. Und da haben wir eine Kurve drin. Bitte keine Ampelkreuzung. Doch, das führt zu einer Ampelkreuzung. Ach, scheiße. Das liegt daran, weil das jetzt keine Einbahnstraße mehr ist. Weil wir sonst hier eine Ampelkreuzung haben. Nee, das funktioniert nicht. Dann staut sich das ja hier wieder alles, logischerweise. Wir müssen es wahrscheinlich an den Kreisverkehr anbinden, glaube ich. Wir können ja hier auch keine Einbahnstraße draus machen und hier auch nicht. Das heißt, wir machen eine zweispurige Einbahnstraße draus, aber das will ich nicht, weil der ganze Hauptverkehr da lang geht. Ich denke, die drei Spuren, die brauchen wir schon. Ja, ich glaube, ich muss das wieder ändern und muss den Kreisverkehr. Aber das sollte ja eigentlich nicht so schlimm sein. Es sollte ja eigentlich nicht so schlimm sein, weil hier wohnen ja nicht so viele. So, jetzt ziehen wir aber wieder bis hoch die Straße. Machen jetzt einfach eine Verbindung von hier ran. Das sieht ja geil aus. Mit so einer kleinen Kurve am Anfang und am Ende. Was?
Und dann kommt das raus. Habt ihr das gerade gesehen? Was war das denn? Das hat mir wieder Häuser gekostet. Wir verfluchten. Ich glaube, es ist ganz gut, dass der Abstand nämlich ähnlich breit von den zwei anderen Kreuzungen, die da noch kommen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich hoffe echt, das funktioniert jetzt. So, die erste Kreisverkehr ist angebunden. Wir dürfen auch nichts verpasst haben. Das heißt, bevor wir es vergessen, machen wir jetzt die Symbole wieder, wie sie gehören. Das müsste halt hier. Ne, ich will ja nicht alles machen. Moment. So. Ach, hier oben war aber noch gar kein dichtes Wohngebiet oder was? Was ist denn das hier? Hat ja auch keinen Sinn. War hier Wohngebiet oder war hier. Ich glaube, wir waren noch Wohngebiet, ne? Aber hier ist ja jetzt auch Kreisverkehrsausfahrt. Da will ich ja eigentlich kein Wohngebiet dran machen. Wobei es ja fast egal ist, ob die jetzt. Ja, das ist der Zubringer. Ne, das passt schon. Da können wir auch Wohngebiet dran machen. Natürlich dichtes. Genau wie hier. Und hier. Das ist dichtes Gewerbegebiet. So. Jetzt wird das hier noch alles mit dichten. Ah, Moment, hier haben wir noch Gewerbegebiet. So. Ist auch jetzt Gewerbegebiet drin, okay. Und das ist auch. Was ist denn hier los? Das ist doch dieses Kastensystem, das halt immer diese kleinen Kasten quasi das Gebiet angeben. Kann halt einfach passieren, dass total sinnlose Sachen hier entstehen. Das zum Beispiel. So. Aber wenn ich das jetzt einziehe, dass das alles richtig ist, dass hier irgendwelche Scheiße passiert. Ich glaube, jetzt haben Buslinien hier ein Problem. Das ist natürlich nicht so schön. Oder ist es eine U-Bahn-Linie? Ich bin im Bus. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Ja, ich glaube, das ist eine Buslinie, die hier. Achso, die liegt im Nichts. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Fuck. Fuck! Aber die liegt doch an der Straße. Wo ist denn jetzt das Problem? Ach, die können wir einfach dahin ziehen. So. Die ziehen wir einfach hier hin. Müsste alles wieder passen, oder? Ja. Und jetzt können wir rein theoretischerweise mal auf Go schalten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Es muss natürlich einfach der ganze Rückstau etc. behoben werden. Das sieht schon mal ganz gut aus mit dem Kreisverkehr. Also hier mit dem Übergang. Dem Kreisverkehr stockt sich jetzt natürlich erstmal ein bisschen, aber die nutzen die drei Spuren. Die nutzen die drei Spuren, das ist schon mal geil. Die nutzen die drei Spuren. Auch hier nutzen die drei Spuren schon. Okay, sechs Spuren ist komplett sinnlos, weil die eh nur drei Spuren nutzen. Aber sie nutzen halt drei Spuren. Das heißt, dadurch, dass die drei Spuren nutzen, muss ich diese sechsspurige nehmen. Weil ich sonst nur eine zweispurige Einbahnstraße bauen kann. Ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott. Es sieht aber erstmal viel schlimmer aus als vorher. Liegt es daran, dass ich halt gesagt habe, okay Freunde, ihr dürft nur noch da rausfahren oder müssen sie sich erstmal das neue System gewöhnen? Ach du Scheiße. Es sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als hätte sich der Verkehr entspannt. Ist halt alles in dem Kreisverkehr drin, aber vielleicht ist es trotzdem flüssiger als vorher, ich weiß es nicht. Also man sieht halt immer, welche mal komplett durchfahren, das ist halt geil, ne? Das soll es halt sein, aber dann stockt sich's halt am nächsten. Oh, Scheiße, ey. Ich hab das blöde Gefühl, dass ich es damit nicht beheben kann.
Jetzt haben wir halt komischerweise auch wieder den massiven Rückstau hier. Den hat man vorher gar nicht mehr. Ja, die Kreisverkehre, also der Kreisverkehr hatte vorher gar keinen Stress. Scheiße. Es staut sich halt an jeder verfluchten Kreuzung fast. Jetzt haben wir halt auch hier wieder massive Staus. Und hier. Hier hat man ja eh schon Stau. Läuft halt einfach nicht so flüssig, wie es soll. Ist das hier ein Stau oder parken die? Nee, das ist ein Stau, scheiße. Machen wir meine Buslinien. 27%. 273, Grün hat nur noch 109. Grün hatte doch mal super viel und irgendwie 80% oder so. An Leuten, die sie... Die hatten 80% ersparte Autofahrten. Okay, das ist immer noch gut mit 69%. Ah, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Der Kreisverkehr ist halt komplett... Nicht von Arsch, aber jetzt müssen wir eigentlich den anderen Kreisverkehr reinbauen. Wie meine Stadt nur noch aus Kreisverkehr bestehen. Guckt euch das an. Vielleicht war es keine gute Idee, die Leute zu zwingen, halt die Einbahnstraßen zu nutzen. Also, dass sie halt nicht mehr frei entscheiden konnten, was sie machen. Vielleicht würde es für mehr Entspannung sorgen, wenn ich halt wirklich sage, okay, keine Einbahnstraße. Hat sich wieder ein bisschen entspannt, der Verkehr. Und hier oben ist halt immer noch Katastrophe. Wir könnten halt auch einfach alles voller Kreisverkehre bauen. So, immerhin hat sich unser Polizeiproblem erstmal erledigt, das ist gut. Wir brauchen mehr gebildete Schüler, das ist mir schon klar, aber lässt sich erstmal nicht vermeiden. Strom haben wir noch ein bisschen. Immer noch Probleme, dass die ja, okay, das liegt am Stau, dass die halt die Leichen nicht abholen können. So, Friedhof ist geleert. Ne, Gebäude leert sich immer noch. Ach, ich denke, ich muss einfach jetzt den zweiten Kreisverkehr bauen und hoffen, dass sich das dadurch irgendwie entspannt. Ja, das mache ich jetzt. Ach, die Zeit ist schon wieder. Na gut, dann machen wir es beim nächsten Mal. Also Kreisverkehr Nummer 3 insgesamt und, ne, Nummer 4 haben wir auch schon einen und der hier zählt nicht. Dann werde ich zumindest mal die Verbindung kappen. So. Also gut ist schon mal, dass es hier keinen Stau bildet. Das hatte mir ein bisschen Sorgen bereitet, aber ist ganz gut. Also mein weiterer Plan ist jetzt, hier noch mindestens einen Kreisverkehr reinbauen und dann gucken, wie es aussieht. Eventuell dann auch nochmal die ganzen Einbahnstraßen wieder killen und gucken, ob die Leute besser klarkommen, wenn man sie nicht irgendwo lang zwingt. Und mein weiterer Plan ist dann wirklich einfach alles zu pflastern mit Kreisverkehren und der Hoffnung, dass das irgendwie den Stau mindert. Weil ich habe halt, also noch eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, die Gebiete hier teilweise abzureißen und umzustrukturieren, aber das wäre halt, das möchte ich halt nicht. Ich möchte schon meine ursprüngliche Stadt irgendwie behalten können. Also hier muss halt auf jeden Fall noch ein Kreisverkehr rein. Aber ich habe halt das Gefühl, dass hier noch einer rein muss, dass hier noch einer rein muss, hier vielleicht direkt noch einer rein muss und dann könnte es vielleicht was werden, dann hätte man echt eine Stadt voller Kreisverkehre, aber vielleicht ist das einfach mein Weg zum Ziel. Also liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal, bis hoffentlich morgen. Tschüss.